liebe Mitfeiernden, darf ich Sie jetzt bitten, als Zeichen der Ehrfurcht für den Gottesdienst, den wir gleich feiern werden, aufzustehen, um das Einläuten der restaurierten Glocke aus dem Jahre 1525 feierlich zu begrüßen.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Mitfeiernden, liebe Musikfreunde, liebe Tanzfreunde, liebe Glockenfreunde, liebe Michaelefreunde und last but not least, liebe Jesu-Freunde, möchte Sie in dieser historischen Stunde ganz herzlich begrüßen zu diesem einmaligen Gottesdienst, den wir feiern werden als Seelenamt für Wolfgang Amadeus Mozart. Wir sind zusammengekommen, um für ihn zu beten und für alle, die sich mit ihm verbunden fühlen. Un cordiale saluto a tutti i nostri amici che sono fra di noi. Benvenuti in questa bellissima chiesa dove questa sera celebriamo la commemorazione della morte di Wolfgang Amadeus Mozart. È in questa chiesa che abbiamo celebrato la Santa Messa in suo onore. For all our English-speaking people, welcome in this historical church, St. Michael's. It is indeed St. Michael's Church where, for the first time, parts of the Requiem of Mozart resounded here, now 215 years ago. And we are gathered to pray for him. For all people who feel still in union with him. À tous ceux qui sont de la langue française et qui sont ici à Vienne pour participer peut-être à une vacance, soyez les bienvenus dans cette église Saint-Michel, tout au centre de la cité, où nous célébrerons la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, en honneur de l'âme du défunt Wolfgang Amadeus Mozart. C'est pour lui que nous voulons prier et écouterons des parts de sa requiem. Et natuurlijk hartelijk welkom à onze vrienden uit Nederland en België. Tja, ik moet dat natuurlijk zeggen. Ich bin ja schließlich auch ein Niederländer. Aber ich möchte sagen, damit wir uns alle wohl fühlen in diesem Haus Gottes, hartlich willkommen in diese Kerk, waar ich seit 4 Jahren Pastor Bonus bin und waar wij proberen, goede Liturgie zu vieren und eine open Kerk zu bieden für alle Menschen. Hartlich willkommen. Thank you.
Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Hört die frohe Botschaft aus dem Evangelium nach Lukas. Zwei von den Jüngern Jesu waren unterwegs. Sie sprachen miteinander über all das, was sie gerechnet hatten. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander so redet? Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen antwortete ihm: Bist du so fremd, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antwortete ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat von Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren früher beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn in der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachten sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitfeiernden, cari amici, Friends, es ist mir schon richtig unter die Haut gegangen, dieses feierliche Einläuten der restaurierten Glocke aus dem Jahre 1525. Sie wurde geläutet zur Seelenmesse von Mozart. Es ist mir auch schon unter die Haut gegangen, zu erleben, wie die Tänze, die uralten Worte der lateinischen Liturgie so richtig zum Leben bringen. Das spürt man,
wie lebendig, der du gehst. Und wenn ich so ein Evangelium höre, wird es mir auch kalt. Ich bekomme Gänsehaut. Dreimal Gänsehaut, und das in einem, wegen der Musik, die Glocke, wegen des Tanzes und wegen des Wort Gottes. Aber das ist nicht genügend für eine lebendige Liturgie. Lebendige Liturgie geht immer von der Haut und das Herz, sodass es uns ums Herz warm wird. Und so möchte ich versuchen, kurz zwei Elemente zu nennen, zu entwickeln, damit es auch uns warm ums Herz wird. Und ich möchte das tun, indem ich eine kürze Rückbesinnung gebe auf das ursprüngliche Seelenamt von Mozart und indem ich eine kurze Meditation über das Evangelium anreiche. Mozart stirbt heute vor 215 Jahren, am 5. Dezember. Gleich am nächsten Tag findet die Beerdigung statt. Wahrscheinlich ohne Priester, wahrscheinlich ohne viele Familien und Freunde. Und das ist es, was wir vor kurzem lange gewusst haben. Wir haben gedacht, das ist ein Armenbegräbnis. Aber seit dem Jahre 1991 haben wir in unserem Archiv ein Dokument, woraus hervorgeht, dass schon 4 Tage nach der Beerdigung hier in St. Michael eine Totenmesse stattfand oder ein Seelenamt oder die Exequien. Exequien, das heißt wörtlich aus dem Lateinischen Exsequie. Es ist das Geleit, das die Kirche jedem Menschen anbietet. Und das fand in unserer Kirche statt, am 10. Dezember. Und die Menschen sind damals gekommen, nicht so wie wir vielleicht, um das ganze Requiem von Mozart zu hören, sondern an erster Stelle, um für ihn zu beten. Während dieses Gottesdienstes wurden Teile des ursprünglichen Requiems aufgeführt. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass für den katholischen Ritus nicht das Grab das Ende ist, sondern die lebendige Liturgie. Und das hat damals die Menschen angesprochen. Und ich möchte auf zwei kleine Hinweise die Aufmerksamkeit richten. Wir haben das Dokument, dem es heißt, für das Geläut kostete es 3 Gulden 30. Und das ist die Glocke, die wir heute Abend gehört haben. Nach einer langen Zeit wieder zur Freude der Menschen läuten kann. Und in dem gleichen Dokument heißt es, dass der Priester ein Gewand getragen hat, Ornament. Und für dieses Gewand musste die Familie Mozart, der Pfarrer St. Michael, bezahlen 1 Gulden 30 Kreuzer. Und wir dürfen uns ganz konkret vorstellen, dass es in etwa so ein Gewand wäre, das ich jetzt trage. Das bedeutet, dass die Gewänder schon die liturgischen Visitenkarten sind für die Menschen, die damals sicher nicht alle lesen und schreiben konnten, aber sie haben gesehen, Ego sum vita et resurrectio. Ich bin ja auferstehen, das Leben. Und das zeigt uns mal wieder, wie wichtig es ist, eine lebendige Liturgie zu feiern für die Menschen, die in Trauer sind. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie kommt es, dass St. Michael das Seelenamt gefeiert hat? Wahrscheinlich kann es sein, dass St. Stephan keine Zeit hatten, dass es ein Termin war,
aber vielleicht hat die Witwe von Mozart gesagt zu meinem Vorgänger, ich möchte gerne bei Ihnen in der Kirche das Seelenaltar, das ist eine schöne Kirche. Und die Musiker, die musizieren doch gegenüber euch, hier in der Oper, können wir nicht bei euch. Und mein Vorgänger hat dann gesagt, natürlich, wir sind eine offene Kirche, auch für die Mitchristen aus anderen Gemeinden sind wir offen, kommt zu uns, wir werden Seelenland für den guten, berühmten Wolfgang Amadeus feiern. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns heutzutage. Viele Menschen sind traurig, viele Menschen sind wie die zwei Jünger aus dem Evangelium. Sie reden über Gott und die Welt, sie sind traurig. Was tun sie? Sie gehen vom Zentrum in die Peripherie. Von Jerusalem in ein Dorf. Und sie reden und sie reden und sie reden. Sie sind so traurig, bis irgendwie jemand zu ihnen kommt und sagt, worüber redet ihr? Und sie drehen sich um und sagen, bist du dann wirklich der Einzige, der nicht weiß, was wir empfinden, unsere Trauer? Wir hatten gehofft, aber es ist nicht so. Dieser Jesus, ein Mann mächtigen Wort und Tat, er sollte uns erlösen. Was ist jetzt nach 3 Tagen? Nichts. Und was tut Jesus? Das, was die Kirche immer tun muss, erklären und sagen, Jünger, warum seht ihr das noch nicht? Öffnet doch die Schriften, öffnet doch das Wort Gottes, öffnet doch die Geschichte, die Liturgie, die Tradition und erkläre es, was das bedeutet. Dann fing er an, Jesus, der Erklärer, und er deutet, und sie verstehen ihn. Und er tut, als ob er weitergehen möchte. Und sie sagen, nein, du musst bei uns bleiben. Und jetzt geschieht etwas in unserem Leben, was so oft der Fall ist, wenn Menschen traurig sind. Jesus bleibt bei ihnen, er nimmt Brot. Er segnet es, er bricht es und gibt es ihnen. Das, was wir gleich auch tun werden. Und die Augen der Menschen wurden geöffnet. Wir werden gleich auch wieder Brot und Wein auf den Altar stellen, mit unseren Prunkkelchen, Kelchen, die aus der Zeit von Mozart sind, als Zeichen der Ehrfurcht in der Liturgie. Dann gehen die Augen auf und dann geschieht es. Die Gänsehaut vom Anfang wird jetzt auf einmal, das Herz wird warm. Und sie freuen sich. Sie gehen zurück von der Peripherie ins Zentrum und sagen, da ist unsere Aufgabe, mitten in der Stadt. Wir verkündigen, Jesus ist auferstanden und deswegen können auch wir auferstehen. Und diese Aufgabe hat St. Michael eigentlich immer gehabt. Wahrscheinlich, weil Menschen es so brauchen, eine gute Liturgie, eine Liturgie der Sympathie, des Mitlebens, des Mitdenkens, des Mitfühlens. Und des Mitbetens. So wird die Haut zu einem Organ, das unser Herz erleuchtet und erfreut. Und so möchte ich mit Ihnen jetzt aus Anlass der Seelenmesse für Mozart, möchte ich Sie bitten, aufzustehen und mit mir die Bitten zu sprechen. Gott, unser Vater, Herr über Leben und Tod, wenn wir in Not und Trauer sind, bist du für uns da. Voll Vertrauen wenden wir uns an dich. Am heutigen Abend danken wir dir für deinen kreativen Geist, der von Anfang in der Schöpfung wirksam ist. Wir danken dir für alle kreativen Menschen, die das Gute, das Schöne und das Wahre unter uns erhalten und fördern. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr Gott. Am heutigen Abend möchten wir dir besonders für den einmaligen Musiker Wolfgang Amadeus Mozart danken.
Für ihn wurden schon seit seiner ersten Seelenmesse in dieser Kirche bis heute unzählige Gebete verrichtet. Vergilt ihm alles, was er für uns Menschen noch immer bedeutet, und lass ihn bei dir geborgen sein. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr. Am heutigen Abend möchten wir dir auch danken für alles Schöne, alles Gute und alles Wahre, das durch das Mozartjahr in unserer Stadt entstehen durfte. Schärfe nicht nur unser Ohr für die schönen Töne, sondern bereichere uns mit Weisheit des Herzens. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr. Am heutigen Abend möchten wir auch beten für alle Künstlerinnen und Künstler, Tänzerinnen und Musiker, Solisten, Chöre und Instrumentalisten, für die Liturgen und Lektoren, Glockenrestauratoren und Glockensponsoren, für diejenigen, die durch ihr Wort und Bild in Radio und Fernsehen tätig sind, für die Wahrer und Förderer der schönen Künste. Mögen sich alle aus Freude für das Schöne unsere Gottesdienste mit ihrer Prägung verlebendigen und verschönern. Lasset uns beten. Am heutigen Abend beten wir auch für alle, die in den kommenden Tagen traurig oder allein sein werden. Mögen sie getröstet werden durch einfache und liebevolle Worte und durch gute und ansprechende Musik. Lasset uns beten. Wir bitten dich, Herr. Zum Schluss beten wir am heutigen Abend für die hier versammelte Gemeinde. Möge sie immer wieder Orte finden, wo das schöne Wort des Evangeliums unauffällig und doch auffallend gesprochen, gesungen und gedeutet wird. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns den Weg, die Wahrheit und das Leben versprochen. Höre auf unsere Bitten und erhöre sie zu deiner Zeit. Amen. Thank you.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen ist der Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles wird. Schwestern und Brüder, betet, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Herr, sei gnädig auf die Gabe, die wir für deinen Diener Wolfgang Amadeus Mozart darbringen. Reinige ihn durch Heilige Opfer und schenke ihm bei dir Leben und Seligkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit uns. Ut ad mihi dubiat de pregat.
Sende deinen Geist auf diese Gabe heran und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend vor seinem Leiden, an dem ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterbrach, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Abend den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist die Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das Geheimnis unseres Glaubens.
lasset uns beten. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott.